Was ist hier passiert? Cooper? Ja, Hannah kriegt das schon hin. Kann mal bitte irgendwer den Employee hier einfangen und ihn beruhigen oder so? Oder erschießen, keine Ahnung, was ihr immer für angebracht empfindet. Und damit herzlich willkommen zu Lobotomy Corporation. Face the Fear, Build the Future. In diesem Spiel sind wir der Manager einer geheimnisvollen Einrichtung, die Anomalien fängt, sie erforscht und Energie für die ganze Welt aus ihnen gewinnt. Wie macht sie das? Ja, wir müssen vorab Personal zu diesen Anomalien schicken, um sie zu erforschen, um sie kennenzulernen, um sie zu analysieren, um dann bestmöglich die Energie aus ihnen zu gewinnen. Wir müssen ihre Vorlieben kennenlernen, wir müssen wissen, was für Gefahren von ihnen ausgehen und wir müssen sie vor allen Dingen auch daran hindern zu entkommen oder auch unsere Angestellten zu töten. Ja, jede falsche Entscheidung kann tödlich enden. Das heißt, bei uns wird sich ein Berg von Leichen stapeln. Vorab sei allerdings noch gesagt, ich hätte dieses Spiel gerne auf Deutsch gespielt. Ist aber nicht möglich, da es keine deutsche Übersetzung gibt. Daher müssen wir uns mit Englisch begnügen. Aber sei es drum, ist auch eine wunderschöne Sprache und damit kommen wir bestimmt klar. Und dann sei noch gesagt, ich spiele dieses Spiel zum ersten Mal. Ich habe nur von Hörensagen etwas davon gehört. Ansonsten weiß ich nichts über dieses Spiel. Also, ich werde es von Grund auf lernen, begleitet mich gerne auf dieser Reise und lasst doch in den Kommentaren wissen, ob ihr diese Videos lieber etwas länger ungeschnitten haben wollt oder ob ihr sie noch kürzer geschnitten haben wollt, als sie sowieso schon sind, wie es euch gefällt. Und ich werde eure Kommentare dann in den nächsten Videos berücksichtigen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ohne weitere Umschweife lasst uns doch auch direkt reinstarten in die wunderhafte Welt von Lobotomy Corporation. Wollen wir ein Tutorial machen? Wir starten erstmal so rein und gucken, ob wir uns das Tutorial schenken können. U303. Sieht ein bisschen aus wie eine Kamera. Oh! What? It feeds on the evil that seeps out during conversations between people. Okay. Hello, X. I give you a warm welcome to Lobotomy Corporation. I am Angela, your advisor and secretary. My role as an AI is to assist you in adjusting to your new workplace. So please, have no worry in speaking with me or asking any questions. Have you ever met an AI with such a suave name? I was born from one of the wings of the world. It signifies that I am one of the best to exist in this age. I know what you must be thinking. Your eyes show that you think I look too human to be an AI, am I wrong? However, there is a great difference between us. I am bound here. I cannot go wherever I please like you do. I may be able to operate the system. I may be able to operate the system of this corporation to open a door or prepare a cup of coffee for you, but I cannot take a step outside of this building to bask in the sunlight or feel the gentle breeze. Now, in regards to my appearance, as you can see, the color of my hair is that of the morning sky after a light shower. The tone and shape of my voice is taken from the wisest person in the world. Lastly, my face is picturesque of the person who had the most beautiful smile. Dann lächel doch mal für uns, Angela. Don't worry, that was a joke. There can be no such person on this earth. My appearance was designed with attractiveness to the largest number of people possible in mind. If the way I look is pleasing to your eye, then I am working as intended. Moving on, artificial intelligence is much more efficient in comparison to humans in terms of multitasking. I am the best in a majority of work fields. I am able to handle the work of several dozen people at once. I'm certain many people have lost their jobs because of me. It's such a shame. Lächel dabei, alles klar. Well, enough with introductions. Is there anything you would like to know? Was wollen wir wissen? Ja, ich denke mal, wir wollen bestimmt auch ein bisschen über sie herausfinden, aber wir wollen erstmal ein bisschen was über die Company herausfinden, in der wir arbeiten. That is not a bad thing to ask about. Let me put it this way.
Your world is constantly growing and the demand of energy is exponentially increasing as technologies advance. All conventional energy sources combined could not sustain the world further. In search of a solution, we happened to stumble upon mysterious beings whom we dubbed abnormalities. Then we figured out that energy could be harvested from these abnormalities via a special method. To isolate them in a controlled environment and then to harvest energy from them. Our corporation became one of the wings of the world for this discovery that benefits humanity in two ways. Once you are fully placed into the role as the manager, you will be able to access all current information on the abnormalities from the encyclopedia. It is very important that you know and understand these beings well to be successful in your position. For now, the encyclopedia's pages lay blank, but it will be filled out little by little. Don't concern yourself too much with it. It is the task of your subordinates to pen it. You have joined the company at an opportune moment, by the way. Lobotomy Corporation is always looking for ways to improve its harvesting process. Our systems are continually updated to support this. Speaking of which, there was a new update to the system right before you arrived. That means the working conditions have been improved upon compared to those of your predecessors. Think of it as a small welcoming gift. Best of luck for us. I was just about to mention you don't understand the concept of patience, do you? Oh, pardon my manners, manager. I was talking to one of the other AIs that work here. I should introduce her to you. Our facility is a huge one, and even I would have trouble managing it on my own, so someone determined that there should be an AI to assume head control of each department. If I were to be considered the Cerebrum, they would be the Cerebellum. Naturally, of course, I should be your most trustworthy and capable companion among all the AIs. Well then, shall we greet her now? You can hear rushed footsteps from behind. Manager, manager! I arrived just on time, right? The time is only about 1 minute late. Well, I guess it still counts as on time. Congratulations on joining Lobotomy Corporation, manager! I do not want to disturb this touching moment, Malkuth, but every second counts in Lobotomy Corporation. Please make your introduction as brief as possible and go prepare for the meeting. Seems Miss Angela isn't in a good mood today. But hey, at least the other Sephiroth are looking forward to meeting you. Well, maybe not all of them. Oh, where are my manners? My name is Malkuth. I'm in charge of the control team. Since we are the control team, we have a great deal of responsibility. I'll try my best to help you by proving the basic functions of this facility, manager. I'm sure you're a bit nervous right now. It takes a bit of time to get used to things around here. I know from experience. But don't worry, I'll be sure to help you. I am I'm not exactly the best at everything. I used to be a problem Sephira, you know. I would sew buttons onto a shirt in the wrong direction or add salt instead of sugar to food. But still, you can do it, just like I managed to. I'm sure you will succeed, manager. I give you an easy task since it's your first day here. I wish you the best of luck. Wham, 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 wham. Klopf, klopf. I can't take it anymore. Manager, you're there, right? I have to get out of here, please. I know you're capable of it. You're the manager. You're not the same as the rest of us. You can do anything. Why do you want to quit? Don't you like working here in the control team? Every day here is a delight for me. It's so horrible. I can't take it anymore. I'll go and say nothing here is normal. Do you really think you can't handle it? Please. I don't want to be here. Let me out of here, please. Manager, even though you're the head of this facility, that employee belongs to my department, so I believe I can take care of this. Let me handle this, please.
Ja, wir gucken einfach mal, dann lernen wir sie ein bisschen besser kennen. Thanks for acknowledging my position. Please don't be alarmed. These kinds of things happen quite often. Oh, right. It must be the first time you've seen something like this. Usually, Miss Angela or I handle this kind of stuff. It's just a teeny tiny hiccup. Nothing for you to worry about. No, please, manager, please! Manager, please make sure to remember that your primary goal is harvesting energy from the abnormalities. In order to harvest energy, you need to work on them. It is the most basic yet important task we have here at the corporation. Please don't let me down. I know you can do it. Goal: complete 3 work processes with the abnormalities. Okay, ja gut, wir haben nur eins, das accessible ist, im Control Team. Hello, Manager. Each day you will need to expand one department. Are you ready to open up the control department and begin managing abnormalities? Yes, wir haben ja nichts anderes zu tun. Memory repository imprinted. Okay, wir haben Hannah. Jetzt wäre wahrscheinlich der Punkt, wo das Tutorial ganz gut gewesen wäre, aber okay. Ich kann sie hier einfügen. Und wir haben hier eine... Uiuiuiui. Sind das unsere View the Abnormalities Encyclopedia? Escape Information, Instinct... Okay, wir haben aber diese Punkte sowieso nicht. Also... Sollen wir noch mehr Leute hiren? Oder reicht erstmal einer? Ich meine, wir haben ja noch 2 Points. Hier können wir sie sogar customizen. Okay, und wir können sie upleveln. Aber kostet das jetzt, weil wir sie customizen, 2? Ah, okay, ich verstehe. Wir können sie customizen, aber das würde einen extra Punkt kosten. Ich weiß nicht, warum wir das tun sollten. Also vielleicht, wenn wir irgendwann genug Punkte übrig haben. Aber erstmal machen wir das nicht. Wir könnten sie aber auch upleveln für noch einen zusätzlichen Punkt. Aber ich glaube, ich will erstmal 3 Employees generell. Also, ja, wir hiren einfach mal die hier. Jetzt haben wir Hannah, Cooper und Acacia. Ja, beginnen wir einfach mal das Management. Select Work. Okay, wir haben hier unten unsere Anomalie. Ein Totenschädel mit einem Kreuz im Kopf und einer Dornkrone auf. Und wir können verschiedene Sachen herausfinden. Insight. Okay, da kommt es wahrscheinlich darauf an, wer irgendwas gut ist. Und jetzt geht unsere schöne Hannah da unten hin und macht wahrscheinlich den Job. The sins of Hannah shall reach 0303. Das ist sehr viel Text. Ich kann das gar nicht alles so schnell lesen. Though we have acquired more than half of the energy. Oh, das ist ja gar nicht so schlecht. Und der scheint happy zu sein. Wir können auch noch andere Sachen machen. Vielleicht Attachment zu ihm. Repression? Ne, wir machen mal Attachment. Bei Attachment wäre sie eigentlich anscheinend am besten. Ne, das ist Move Speed. Ne, da wäre auch Hannah am besten. Sofern das denn mit Temperance übereinstimmt. Ja komm, wir probieren einfach mal Attachment mit Hannah. Hannah kümmert sich jetzt um das SCP. Ich nenne es schon SCP. 0303 can... Awaits Humanity's Sins. Scheint auch gut funktioniert zu haben. Wir haben sogar ein bisschen überschüssige Energie. Wir können sie ja nochmal reinschicken mit Instinct vielleicht. Just don't lose your head. Das erinnert mich ein wenig an Elfenlied. Das scheint aber nicht ganz so gut zu funktionieren. Es gibt auf jeden Fall mehr negative Punkte als positive Punkte. Aber wir müssen ja lernen. Darum ging es ja. Also auch. Ja, jetzt ist er nicht ganz so happy. Also Instinct ist nicht ganz so gut. Ja gut, jetzt haben wir noch eins. Repression können wir auch mal ausprobieren. Okay, was ist los? Warum gab es hier Alarm? Das ist eher so mediocre. Okay. Day one completed. Hey, wir haben S-Rank. Wir sind noch alle am Leben. Proceed to the next day. Tag 2, jetzt können wir uns ein neues SCP oder eine neue Abnormalität rausholen. Ich sollte echt davon abkommen, die SCP zu nennen, weil es ist im Endeffekt... Sie sind es, aber sie sind es auch nicht. However, the curse continues eternally, never broken. She was so talkative before, yet in the end, loneliness was the only listener. Oder people have been committing sins since long ago.
Why do they commit sins? Knowing it's wrong. Das klingt ja sehr ähnlich zu dem, was wir schon haben. Deswegen nehme ich das mal mit. Face the fear, build the future. That is the motto of our founder, the one whom we refer to as A. Tell me, if you had to choose one, what part of the motto do you prefer? Face the fear. We are the first humans of this world to discover abnormalities. Of course, with the exclusion of myself, as I do not exactly belong to humanity. How should I put it? We are pioneering an eternally new world in a brand new field of study. The discoveries we have made thus far are merely the tip of the iceberg. Abnormalities have been among us since the beginning. However, we have only just found their essence, their strange nature. We confronted them for the first time, and we faced fear itself. They were fundamentally an incarnation of fear. There was a bit of confusion last time, wasn't there? Usually, I am in charge of the security of your office. However, it seems that I failed to pay close enough attention to the Zephyra meeting room. I heard that a control team employee has resigned from the corporation. Good job. You do know what it means to resign here in the company, don't you? I'll take that as a no. Ja, ich weiß es auch nicht. I do sometimes miscalculate what information I should deliver to you and what I shouldn't. Some aspects of our company that I consider natural and obvious may come as quite a shock to you. We have a variety of roles here. It's like a well-structured play. Every actor has a role and they must be faithful to their part without any error, synergizing with each other. Now imagine that one of the actors decides to leave the stage because they didn't like their role. The actor should have played their predetermined part at the predetermined timing before making their exit stage left. But to leave the stage without fulfilling the part means that the life of the role and its actor are finished. That is what we mean when we say someone resigns. Great job, manager! You did exactly what I asked you. I knew you could do it. You'll never guess how much I rooted for you back there. As for me, the day went all right. We covered a joint emergency protocol drill for my team. Not a single dropout or injury. Everyone did a good job. Not to say that it was perfect, though. By the way, manager, have you seen something creepier than the abnormalities? Those entities that wander the facility, unable to be contained, and sometimes they manifest themselves in the corridors. The drills do no good when you encounter them, since we don't have enough data on them. So we always have to stay alert. No matter how meticulous our plan is, we can't control the unknown. Sometimes, when I encounter them, I get a strange feeling. It's not like fear or anything, some other sensation. Strange, isn't it? I feel nauseous, like something within me is palpitating out of control and it feels like I'm no longer myself. How could I describe it? Like something's wriggling inside of me? Oh god, parasites. Little by little. Mission Semper Fi. Your job isn't just to keep the abnormalities in control. You need to make sure that they are happy, so they produce as many PE boxes as they can. Please work hard on this. Everything else should be secondary to the objective. Complete 4 work processes with a good result. Jetzt müssten wir eigentlich eine Abnormality mehr haben. Wir schauen mal. Okay, ich kann anscheinend ein Upgrade auswählen oder sowas. Wir nehmen mal das Joint Command. Joint Command permits you to give cross-divisional work orders between departments. Das klingt eigentlich ganz gut. Game Speed brauchen wir jetzt am Anfang. Oder ist das einfach... Das wird jetzt geresearched. Hey Manager, would you like to research this project? Klar. Speed ist erstmal nicht so wichtig, weil wir müssen ja erstmal da klarkommen, mit den Sachen, die wir haben. So, wir können hier auf jeden Fall... Können wir die Leute upgraden? Irgendwie. Vielleicht hätte ich auch noch nicht so viele anstellen sollen beim ersten Mal.
Wenn ich die jetzt nicht upgraden kann. Aber das muss doch bestimmt irgendwie gehen. Oder muss ich die Leute einfach ersetzen? Aber ich meine, wir könnten ja jetzt mal wen hiren. Mit Justice vielleicht. Upgraden. Ist aber ganz schön teuer. Na ja, gut, dann warten wir vielleicht erstmal. Gen Management. So, was haben wir denn hier? Ist das ein Vogel? Ist es ein Vogel auf einem Ast? Aber er hat einen Blutfleck. Und hier unten baumelt irgendwas dran. Ich frage mich auch, ob die Punkte hier, die weißen Punkte halt, korresponden zu dem, was hier ist. Weil im Endeffekt bräuchten wir jemanden mit sehr viel Justice und sehr viel Prudence wahrscheinlich für ihn, weil er ist ja gegen Sünden. Wir machen mal Insight und werten hohes Insight-Level. Ja, Henna ist eigentlich bei allem am besten. Aber wir schicken trotzdem mal Cooper. Wir machen bei ihm hier auch ein Insight-Level mit Henna. Oh, sie ist nervous. Das ist nicht unbedingt gut. Don't be nervous. Wenn du keine Sünden verbreitet hast, passiert mit dir auch nichts. Die wird wieder gebetet. Also bei ihm scheint Insight wunderbar zu funktionieren. Cooper has stopped moving. We'll need to improve the joint training programs. Was ist hier passiert? Cooper? Ich glaube, sie hat zu sehr gesündigt. Okay, probieren wir mal Repression. Ja, Arcades, ja, viel Erfolg. Ich hoffe, du bist besser als Cooper. Ansonsten, Hannah, mach mal hier weiter mit Attachment. Ich meine, dieses Spiel ist ja auch nicht wirklich drauf ausgelegt. Killif Meltdown, Level 1? Warum haben wir hier schon wieder einen Meltdown? Was ist los mit ihm? Das Spiel ist ja auch nicht unbedingt darauf ausgelegt, direkt beim ersten Mal alles zu schaffen. Weil man ja auch erstmal die Anomalien kennenlernen muss. Und erst wenn man weiß, was man mit denen zu tun hat, kann man ja weitermachen. Ja, und Akazia ist auch gerade gestorben. Ja gut, er hier ist aber glücklich, das freut uns doch. Henna ist anscheinend besser für den Job vorgesehen. Ich weiß nur nicht, ob ich sie jetzt unbedingt hier opfern möchte. Deswegen schicken wir sie erstmal doch nochmal rein mit einer schönen Insight zu ihm da. Ich weiß nur nicht, was dieses Warnsignal zu bedeuten hat. Okay, er findet jetzt Insight anscheinend auch nicht mehr so toll. Oder er findet Henna nur nicht mehr so toll. Ja doch, jetzt baut es sich wieder auf. Okay, wir sind anscheinend fertig für den Tag. Haben zwar zwei Employees verloren, aber das macht ja nichts. Die können wir ja neu anstellen. Ranking D. Wie kommt das nur? Survival Rate 33%. Ja, das will man nicht unbedingt lesen. Und jeden Tag kommt eine neue Abnormality dazu. Everything will be peaceful while you're under the fairy's way care. Das klingt doch wunderbar. Klingt doch überhaupt nicht bösartig oder so. Greetings, Manager. It marks 3 days now that you have worked here. Und es sind schon 2 Leute gestorben. The number 3 is a mysterious one. In age-old fables, it is common for a mysterious entity to appear and tell the protagonist to utter 3 wishes. Sadly, I'm not a mage or billionaire that can grant your wishes. However, I do happen to know what your predecessors wished for. There were many aspirations. Common among them was the seeking of some kind of growth. To lead the company to prosperity, to achieve spiritual maturity, you name it. Each had wanted to flower in a different way. Which of those 2 would you want? I wish to mature my spirit. Come to think of it, there was another manager who gave me such an answer. As you know, spiritual is a rather obsolete term in today's world. So I asked them for the definition of spirit. Then that manager told me, well, I unfortunately do not recall the details of that conversation. Even an AI cannot store every bit of data. Unnecessary information should be deleted for smooth operation. So you may be asking yourself if your predecessor managed to fulfill their wish. I suppose what happened to the others is not important after all. I do promise to cheer you on for the journey to your final goal, though. Ich gehe mal davon aus, sie sind alle gestorben. Okay, auf geht's wieder ins Department. Ja, wir müssen mal ein paar Leute hier hiren. Aber wir hiren mal einen, der ein bisschen kompetenter ist. Vielleicht ein bisschen kompetenter mit Justice? Wobei Justice hat bei dem einen ja nicht so viel geholfen. Vielleicht Attachment, also Temperance eher? Ist irgendwie auch nicht so teuer.
Ihr könnt direkt Temperance Level 3 bekommen. Warum sind die unterschiedlichen Sachen denn, oder warum war das denn gerade so teuer? Ah, Justice ist nur so teuer. Okay. Das heißt, wir könnten zum Beispiel hier alles auf Level 2 bringen. Und dann hiren wir einfach mal noch ein Versuchskaninchen für das neue SCP. Oder die neue Abnormality. Ich komme davon nicht weg, sie SCP zu nennen. Sind nun mal SCPs. So, wir haben hier ein neues Ding. Eine Fee. Ja, da können wir direkt mal den Newbie hinschicken. Mit, Attachment vielleicht? Oh, ich habe sie ja gar nicht... Oh, verdammt, ich habe sie nicht ins, Dings gepackt. Ja gut, never mind. Dann schicken wir, Hannah mal wieder zum Inside hin. Ich habe die zwar geheiert, aber nicht eingeteilt für die Schicht. Das war sehr schlecht. Ja, Hannah kriegt das schon hin. Hannah ist ein guter Kandidat. Ich glaube an Hannah. Also mit dem hat sie sich auf jeden Fall schon mal ganz gut angefreundet. Ja, es war mediocre, aber macht nichts. Schicken wir sie mal mit Attachment hier runter. Sie ist calm bei dem. Das sieht doch schon mal gut aus. Und Attachment scheint auch wunderbar zu funktionieren. Ich meine, sie hat ja gesagt, sie ist friedlich. Das war schon mal ein gutes Ergebnis. Was hat sie denn jetzt bekommen? Sah aus, als hätte sie irgendeinen Buff bekommen oder so, ey. Irgendwelche Schmetterlinge flogen um sie herum. Ist das gut oder schlecht? Okay, schicken wir sie nochmal hier rüber zum Attachment. Ich weiß nur echt nicht, was man mit dem Ding hier machen kann, ey. Das hat eine Mortality Rate von 100% gerade. Okay, das Ding scheint heute keine gute Laune zu haben, aus irgendeinem Grund. Wie sieht's denn hier unten aus mit einem schönen Insight? Ich weiß im Moment auch gar nicht, wie wir genau Sachen über die... Was ist hier schon wieder los? Das Ding mag es anscheinend nicht, Inside betrachtet zu werden. Aber sie ist glücklich. Oder wollen die Viecher dann einfach nur Aufmerksamkeit und wollen, dass man sich um sie kümmert? Weil hier ist ja auch so ein Timer. Wir machen mal Repression bei dem Ding. Eil ich immer ein bisschen, weil wir sind hier anscheinend auf einem Timer. Wir wollen hier nicht einen potenziellen Outbreak haben. Aber Repression scheint auch wunderbar zu funktionieren. Ich hätte nichts sagen sollen. Immer dann taucht ein Fehler auf. Aber scheint trotzdem gut zu funktionieren. Aber wie gesagt, das könnte auch daran liegen, dass das Ding einfach allgemein sehr calm ist. Und wir kriegen immer Buffs. Ja komm, probieren wir das letzte jetzt auch nochmal aus bei dem Ding. Instinct. Und die Taube hier oben, die ignorieren wir erstmal, bis wir wieder ein paar Worker haben. Instinct scheint auch gut zu funktionieren. Also das scheint eine sehr gute Abnormality zu sein. Ist auch immer glücklich. So, jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Energie. Dann machen wir nochmal Insight auf ihn hier. Hm, das schien ja wunderbar zu funktionieren. 10 von 10. Nice. Der 3-Workday complete. Mit einem S-Rank. Wir wechseln uns hier halt ein bisschen ab. Nächstes Mal haben wir ein paar mehr Angestellte, die wir umbringen können. Aber sollten wir langsam nicht mal ein bisschen was über die anderen Abnormalities herausfinden? Was haben wir denn hier so? Eventually intellect loses all meaning as they forget even how to exist. Okay. Save us now and forevermore. The truth shall set us free. Oder excessive aspiration would bring about unwarranted frenzy. Keine Ahnung, das mittlere klingt eigentlich ganz gut. Aber sehr viel kann man daraus ja sowieso nicht entnehmen, wenn man keine Ahnung hat. Do you take pride in what you do here? If not, this recent news will likely change your mind. After your arrival, the rate of energy output has increased by 13%. If you still don't feel the significance of this figure, then let me add that it's a record-breaking percentage. How do you feel? I can take pride in that, yeah, ich kann auch stolz sein. Ever since you began working here, the company has been taking strides in improvement. This means you're performing your role well. This shows that there should only be good news to come. A machine such as myself doesn't flatter easily. It is good to know that you're happy with your work. I remember your face the very first time you came here. You were so withdrawn, face all gray and grim. And you were all nervous about my presence. Don't worry, it's okay for you to be happy now. Today's a rather special day. Do you see that bottle of champagne on the table?
allow me to pour you a glass, shall we toast? Today's occasion is not something as monumental as someone's birthday or the company's day of founding. You lost an employee for the first time yesterday. Vorgestern, aber ja. In fact, many more shall follow. I'm telling you this just in case you were unexpectedly shocked by the news. They had known the risks from the beginning. The company grows fertilized by their sacrifices. It's as simple as that. I'm sure they would have felt proud of themselves. They took their final breath. Accepting their deaths with equanimity would be the greatest respect you can pay to them. That is why I popped this bottle of champagne I've kept for so long. Three cheers for the deceased, in memoriam of their noble sacrifices. Okay, I'll drink the champagne. Warum nicht? Wir müssen wahrscheinlich für manche Abnormalities sowieso ein paar Leben opfern, gehe ich mal von aus. Allow me to give you a small bit of advice. To properly drink a glass of champagne, one should gently hold the lower stem of the glass and then take it in lightly, savoring the bubbles. Perfect, just like that. You did it again! And you did it flawlessly, too! I myself have a lot of work to do. If you look at my notebook, my to-do list is always so full. But I know I can get through it. I should do my best, like I always have. I know I'm slower than the others. I always have to check my list or I miss something important. That's why I have this notebook with me at all time. Can't leave any mistakes, you know? I've been carrying it for so long that it's almost worn out. It's been with me ever since I began working here as a Zephyra of the control team. I know Lady Angela worries about me from time to time, but I've got everything under control. I feel like this is the kind of life I've been yearning for ever since a long time ago. Maybe even before I was capable of thinking. It feels as if I've wished for the same thing before, in some other place that wasn't the control team. Malkuth, please finish the report I requested by the end of today. Sure thing, boss. I've got it right here on my list. I'll have it turned in by the end of the day. Well, I should get going now. It's a pleasure talking to you, manager. The AIs here, they are unstable, with the exception of me. It's especially bad for Malkuth, you've noticed, haven't you? I can't complain though, it only makes it easier for me to control her. As you know, our facility isn't really the most stable thing. We're only able to keep the abnormalities contained thanks to the Kleefoth deterrence, which we briefly adjusted down just before the work day begins. But this deterrence becomes unstable as time goes on, and eventually some abnormalities may undergo a meltdown. Complete 8 work processes in containment units under Kleefoth. Okay. Wir können etwas anderes researchen. Und ich glaube, das nächste ist Assembly Summons. Weil, wie gesagt, das Speed, Game Speed brauche ich nicht wirklich. Wir sind immer noch in der Lernphase. Beepers will be provided to the agents, so that they can be notified to return to their home department. Wann auch immer das nötig ist. Aber klar. So, wir haben jetzt hier Bonbon und Firens. Und können noch irgendwen hiren, der vielleicht ein bisschen geschult in... Machen wir mal Fortitude ist. Wie hoch geht das überhaupt? Bis Level 5, okay. Wir machen es mal auf Level 3. Und dann schauen wir mal, was passiert. Wir haben jetzt 4 SCPs, mehr können hier nicht rein. Ich sag wieder SCPs, ich werde nicht davon wegkommen. So, unsere neue Abnormality ist ein Buch. Okay. Versuchskaninchen. Geh doch mal dahin und benutze es. Hannah macht hier wieder ein Insight, ist jetzt auch schon auf Level 2. Und hier können wir einen Repression machen. Wobei Repression ist eigentlich das Schlechteste, was wir machen können. Wir machen mal ein Attachment mit Bonbon. Der hat es anscheinend benutzt und jetzt geht es dir irgendwie gut. Plus 15 auf Prudence. Willst du mal einen Insight hier probieren? Oder eher einen Instinct? Könntest auch mal einen Insight hier probieren. Ich meine, du hast jetzt plus 15. Wir sollen auch 0 von, also wir brauchen auch 8 Stück
bei dem Meltdown-Ding, aber wie aktivieren wir das denn? Oder ist das das, was sich automatisch aktiviert, wenn einer ausrastet? Okay, der war jetzt nicht so toll mit seinem Insight. Und wir schicken hier mal jemanden mit Instinct hin. Und zwar unseren guten Typen, der hier das auf Level 3 hat. Mal sehen, ob das irgendwas bringt. Ansonsten kann er das Buch nochmal benutzen. Obwohl, sollte man es zweimal benutzen? Er ist eh unser Versuchskaninchen. Oh Gott. Aber hier haben wir das Meltdown immerhin. Hannah, mach hier nochmal ein Attachment. Und wir machen hier ein Instinct mit unserer guten Bonbon. Er hat es überlebt, immerhin. Aber das hier ist jetzt unter Meltdown, also sollen wir es nochmal probieren? Wir haben auch schon alles probiert. Ich verstehe nicht so ganz, wie das Meltdown funktioniert, aber egal. Machen wir mal ein bisschen Repression. Unser Versuchskaninchen ist auf Level 3 mit Insight. Okay, Versuchskaninchen, geh mal hier rein dann mit Insight. Mal sehen, ob das Ding dann zufrieden ist. Und Hannah, mach mal hier noch ein Insight. Bonbon. Oder Velasquez, mach einen Instinct hier bei unserem schönen Schmetterling. Okay. Es ist nicht abgeschlossen, aber es wirkt abgeschlossen. Vor allen Dingen, er ist da noch drin. Da steht aber, er wäre tot. Er wirkt nicht tot. Okay, Instinct scheint auf ihm nicht so gut zu funktionieren. Wir machen hier nochmal einen Instinct mit Velasquez. Das hat letztes Mal gut funktioniert. Geh dahin. Ich glaube ganz fest an dich. Was zur Hölle ist da passiert? Was passiert hier? Velasquez ist tot? Aber warum? Oh oh, ein SCP escaped. Order Suppression. Bonbon, du schaffst das. Und in der Zwischenzeit, Henna, geh du in Deckung. Bonbon hat's nicht geschafft. Der Vogel fliegt hier rum. Ja, lass ihn einfach mal rumfliegen. Ist alles in Ordnung. Siehst du, er ist doch jetzt wieder in der Zelle. Alles gut. Ich weiß gar nicht, warum ihr alle noch Panik habt. What the fuck geht auf dich ab? Ich glaube, den sollte mal jemand einfangen. Okay, den Vogel ignorieren wir mal weiter. Hannah, wie sieht's denn bei dir aus? Willst du noch mal ein bisschen Repression bei ihm hier probieren? Keine Ahnung. Wir probieren einfach mal alles aus. Wir brauchen ja auch nur noch 4 Energie. Ich weiß nicht, ob wir die Mission hier abschließen müssen jetzt in einem Tag. Kann mal bitte irgendwer den Employee hier einfangen und ihn beruhigen oder so? Oder erschießen? Keine Ahnung, was ihr immer für angebracht empfindet. Ja, wir können den Workday jetzt schon abschließen. Wir müssen nicht die Mission erfüllen an einem Mal. Das wäre auch ein bisschen viel. Ranking F, Survival Rate 25%. Ja, Hannah weiß halt, wie man es macht. Die anderen sind irgendwie so, ja, gut. Aber irgendwie liegt das auch nur an der einen Abnormality. Dieser Vogel ist irgendwie the bane of my existence at the moment. Ich weiß auch nicht. Den hätte ich mir nicht anschaffen sollen. Aber er klang so friedlich. Er wollte nur alle Menschen für ihre Sünden bestrafen. Und davon gibt es leider viele anscheinend. Naja. My founder, A, has said this to me many a time. Each successful experiment makes you a better person. The greatness of this company was founded on multitudes of trials and hardships. Ja, die gehen auch noch weiter. So you too shall become great. Each day in the company is another small experiment towards shaping your life for the better. How has your day been today? Well, of course it was fine. Let's spare the pleasantries, no? Manager, how has your life been? Könnte besser sein, ja. Ja, könnte besser sein. I cannot see the color of your life as you do. While I am unable to console you with empty words such as, that's not true, many things will change while you are here. That much is clear. This is a simple metaphor, but the seed of tree will not grow just anywhere. It requires fertile soil, the right temperature, and fresh water. However, most seeds fall on barren soil. For those small fallen seeds, stretching out their roots and sprouting even small leaves are challenges full of pain. I cannot provide you with water or sunlight. However, I will do my best to tend to the soil. Wunderschön. Ja, einen Tag machen wir mal noch. Dann kriegen wir auch ein Expansion-Level hier.
Good day, Manager. Would you like to expand the control department? Klar, auf geht's. Wir brauchen mal wieder ein paar Angestellte. Oh, wir haben aber was über das hier herausgefunden. Teth. The employee who reads this book will experience an increase in prudence. Okay, aber man muss es insgesamt 7 Mal benutzen, um alles zu wissen. Was müssen wir denn über die hier herausfinden? Oder können wir das einfach freischalten, aber nicht wirklich. Ah, doch, okay. Habe ich dafür jetzt irgendwas ausgegeben? Weil, haben wir irgendwo Punkte? Work Damage White, okay. Ah, hier unten, wir haben insgesamt 100 Punkte. Wann haben wir die denn gesammelt? Ich meine, gut, dann schalten wir doch mal alles frei, was wir über das hier wissen. Also Attachment mag es am liebsten. Und Insight ist manchmal gut und manchmal common. Die anderen beiden eher weniger gut. Aber was heißt denn die Levels? Wenn sie das Level haben, aber müsste es dann nicht genau umgekehrt sein? Wir schalten mal alles frei, weil ich möchte einfach mal wissen, wie das hier so aussieht. Jetzt haben wir nämlich auch die ganzen Boni. One sin and hundreds of good deeds will restore the employee's mental state when the work result is good. Johnson, who received this benediction, commented that it felt refreshing. After the maximum number of PE boxes was produced with one sin and hundreds of good deeds, it restored the mental health of every employee in the department. Und hier können wir jetzt Waffen anfertigen, anscheinend. Non-escaping entity, also die wird niemals ausbrechen. Ist auch interessant. Ich probiere auch einfach mal aus, was passiert, wenn wir das hier anfertigen, weil... Soll ich alle Punkte dafür ausgeben? Na, wir warten mal. Kann ich etwas über die anderen hier in Erfahrung bringen? Ich will vor allen Dingen über den scheiß Vogel was wissen. Das müsste ja der hier sein. Aha, und die PIA, die Boxes sind für jedes Vieh einzeln. Das heißt, ich kann die alle dafür ausgeben, weil sie ja sowieso nur für den sind. Verständlich. Haben wir jetzt 5 von den Waffen? Ich dachte, ich müsste das 5 ausfüllen, damit ich... 5, also damit ich das Item bekomme, aber anscheinend habe ich jetzt 5 hergestellt. Naja, egal. Wie gesagt, wir lernen. Ich kenne dieses Spiel überhaupt nicht. Okay, was haben wir hier so? Ja, ich weiß nicht, was das Vieh mag. Ich glaube, Instinkt ist ganz gut, oder? Ist alles Common. Ja. Aber bei Common bringt es einen um. Und hier brauchen wir 3 Punkte für. Das heißt, wir müssen wohl noch ein paar Employees opfern, bevor wir wissen, wie wir mit dem Ding umzugehen haben. Wir heiern einfach mal 2 neue Leute, die als Versuchskaninchen dienen können. Und bestarte das Management. Das heißt, einer von euch geht hier jetzt mal direkt rein. Wir wissen ja, das ist Common, aber die anderen sind auch alle scheiße. Also mach einfach mal Instinkt. Haben wir hier irgendwie einen, der besser ist? Ist es ein bisschen besser in Instinkt. Hier ist Attachment. Da können wir sie hinschicken. Und unser anderer Typ hier macht einfach mal ein wenig das Buch benutzen. Das sieht nicht gut aus für unser erstes Versuchskaninchen hier oben. Das sieht überhaupt nicht gut aus für unser Versuchskaninchen da oben. Ich glaube, unser Versuchskaninchen ist gerade wieder gestorben. Wir sehen es nur nicht. Ja, es ist tot. Ich weiß nicht, warum das nicht mehr angezeigt wird. Die stehen jetzt einfach da in dem Raum rum, aber okay. Du benutzt mal weiter das Buch. Wir müssen herausfinden, was passiert. Tanner, mach mal weiter Attachment. Bei ihm hier. Immer schön weiter das Buch benutzen. Wir müssen mehr über das Buch herausfinden, selbst wenn es uns umbringt. Wir haben auf jeden Fall einen riesigen Boost in Prudence. Der ist jetzt Level 5 in Prudence. Ja, wir lassen es mal weiter benutzen. Es geht immer noch weiter nach oben. Aber wir müssen es noch ein weiteres Mal benutzen. Ich glaube, 7 Mal war das Maximum. Da stirbt er wahrscheinlich. Nee, plus 100. Weißt du was? Du gehst mit deinem plus 100 jetzt einfach mal hier hin und gibst dem Insight. Wird dir bestimmt gut tun, wenn du es überhaupt in der Zeit schaffst. Oh, wir müssen die Mission, die hat sich aber wieder resettet auf 0 von 8. Muss man anscheinend doch alle 8 in einer Runde machen. Naja. Anna, mach mal ein bisschen Attachment bei dem Vieh. Okay, die plus 100 Insight scheint schon mal besser zu funktionieren. Anscheinend braucht man für das Vieh einfach nur ein sehr hohes Level. Unglaublich, er hat es geschafft, da rauszukommen. Er hat überlebt. Aber er hat auch irgendwie ein bisschen Damage bekommen. Hier unten sagt ja unsere eine zwischendurch immer was, aber ich kann das gar nicht so schnell lesen.
Wir lassen ihn mal nochmal das Buch benutzen. Oder sie. Ich weiß nicht, ob er oder sie es ist. Und hier machen wir noch mehr Attachment. Einfach um die Energie zu generieren. Bei irgendeinem Nachteil muss das Buch doch haben, oder nicht? Ist immer noch nicht gestorben. Aber Prudence geht auch nicht weiter nach oben. Auch vielleicht mal ein bisschen Insight auf das Vieh hier. Ich meine, du hast ja jetzt das Level 5. Und wir machen auch noch ein bisschen Insight auf ihn hier. Ich weiß, das ist nicht ganz so effizient wie Attachment, aber ich weiß nicht, ob Abwechslung eventuell auch ein bisschen gut ist. Das Ding hat einen Meltdown? Aber ich meine, was soll denn dabei passieren? Ist es ein Buch? Benutzt mal das Buch. Ist er gerade gestorben? Okay, anscheinend darf man denen keine Orders geben, während sie gerade mit diesen Schmetterlingen beschäftigt sind, weil ansonsten sterben die anscheinend einfach. Okay, Hannah, dann benutzt du mal das Buch, wenn du es noch schaffst. Ich weiß nicht, was passiert, wenn so ein Buch entkommt. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, du schaffst es da auch nicht mehr hin rechtzeitig. Es ist ein Buch, was soll das anrichten? Das wird sehr knapp, aber ich glaube nicht, dass du es schaffst. Nee. Das ist auch nicht ausgebrochen. Mach einfach nochmal ein bisschen Attachment bei dem Vieh. Jetzt steht er hier unten einfach so rum. Honest Newbie. Also irgendwas ist gebuggt mit den Todesanimationen anscheinend. Machen wir mal ein bisschen Instinct auf unseren guten Schmetterling hier. Er wird uns ja wohl hoffentlich nicht umbringen. Solange wir nicht einen Command an unseren Typen geben, wenn er da wieder rauskommt. Also ich glaube zumindest, dass das der Grund ist, warum die gestorben sind. War zumindest bei zwei Personen bisher so. Wird wahrscheinlich so sein. Wenn Schmetterlinge um sie rumfliegen, keine Befehle geben. Es ist halt ein bisschen schwer, irgendwie auf die maximale Energie zu kommen, wenn man nur einen Arbeiter hat. Na, wieder ist es Henna, die überlebt. Ich warte jetzt mal, bis sie ganz zu Hause angekommen ist. Ich will es nicht riskieren, meinen letzten Arbeiter zu verlieren. So kurz vorm Ende. So, dann machen wir noch ein letztes Attachment bei ihr hier. Und das scheint unsere Henna perfekt zu machen. Wunderbar. Day 5, Workday complete. Rank D, 33% Survival Rate. Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird sich noch so durchziehen. Durch die Tage. Ein neues SCP. Oder eine neue Abnormality. You see a song in front of you. It's approaching, becoming more colorful by the second. Es klingt wie ein LSD-Trip. Auf geht's. As you are aware, there are numerous employees working for our company. A majority of them would like to know more about you as a person. Some will take the initiative and attempt to approach you first. It's rather funny knowing who you are will not do anything to improve their odds. There are no regulations to prevent them from coming all the way to your office to interact with you face to face, unfortunately. It seems the one who set those rules in place did not consider situations like this. And I suppose this may be a good opportunity for you to show them that you are generous and caring enough to have chit-chats with your subordinates. Words tend to travel faster than you think. I will not stop you from meeting with someone if there are employees who wish to visit you. But please keep in mind that you do not have to do everything they ask of you. Simply thank them for their effort. Tell them you hope that they will keep up the good work. That will benefit both parties, don't you think? Are you still following me? What we need is a gesture of goodwill and nothing more. Do not go overboard and listen to whatever nonsense they have to say. Give them a vending machine and next they will come knocking demanding a bar. I expect you make the right decision. Information Team. Das Control Team ist fully expanded. Und zum Information Team müssen wir jetzt weiter. Aber ja, das machen wir wohl nächste Mal. Return to Main Menu. Ja, und das war die erste Folge von Lobotomy Corporation. Es hat mir Spaß gemacht. Wie gesagt, ich kenne dieses Spiel überhaupt nicht. Ich habe ein bisschen davon gehört. Ich habe aber noch nichts von gesehen. Ich weiß überhaupt nicht genau, wie es funktioniert, wie man ja schon gesehen hat. Aber ich bin gespannt, all diese netten Anomalies kennenzulernen und ja, auch ein bisschen besser in dem Spiel zu werden. Und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr begleitet mich dann auch weiter auf dieser Reise
in der wir das Spiel kennen und lieben lernen, weil Spaß gemacht hat es mir jetzt schon und ich find's super. Ein SCP-Game, es macht Spaß. Wer SCP nicht kennt, SCP, für all die Nicht-Englisch-Speaker da draußen, guckt es gerne nach. Secure, wie war das nochmal, SCP? Secure, Contain and Protect. Sichern, einsperren und beschützen. Ja, es sind sehr nette Horrorgeschichten da draußen darüber. Aber ja, dann sage ich wie immer, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen wunderschönen Tag im Allgemeinen. Und bis zum nächsten Mal bei Lobotomie Corporation. Bis dahin, bye bye.